Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Schön, haben Sie eingeschaltet, auch wenn Ihre Entscheidung vermutlich nicht ganz unbeeinflusst war. Vielleicht hat Sie Ihr Gehirn ja dazu angestiftet, vielleicht auch Ihre Gene, Ihre Persönlichkeit oder Ihre unbewussten Motive, von denen Sie nichts wissen. Heute wollen wir herausfinden, wie frei unsere Entscheidungen wirklich sind und ob mein Ich nur das Produkt ist meines Gehirns. Mir gegenüber sitzt einer der bekanntesten deutschsprachigen Hirnforscher und Philosophen. Herzlich willkommen, Gerhard Roth. Hallo. Ja, Herr Roth, Ihre Entscheidung, hier zu uns zu kommen in die Sendung, war das denn eine gänzlich bewusste und freie Entscheidung? Also eine freie Entscheidung in einem Sinn, den wir gleich definieren müssen, war es sicherlich. Ich hätte auch was ganz anderes machen können, aber habe es nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass es eine freie Entscheidung war. Ob es eine wirklich gänzlich bewusste war, das ist die Frage. Also freie Entscheidungen haben einen bewussten und auch einen unbewussten Anteil. Ach ja, und frei sind sie deswegen, weil man auch anders hätte entscheiden können, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, und weil keinerlei äußerer oder innerer Zwang auf mich ausgeübt wurde. Also niemand ist jetzt heute Morgen im Hotel aufgetaucht mit der vorgehaltenen Pistole. Und ich habe auch keinen inneren Zwang aufgrund einer rätselhaften Erkrankung. Ich müsste heute Morgen jetzt zum Schweizer Fernsehen. Ja. Wenn diese beiden Faktoren abwesend sind und ich Alternativen hätte, dann kann ich reflektiert oder aber auch ohne große Reflexion mich für irgendetwas entscheiden und dann fühle ich mich frei. Obwohl es ganz viele Faktoren geben kann, die Sie dazu getrieben haben, aber die Ihnen gar nicht bewusst sind. Ja, natürlich. Also es gibt so ein Etagenmodell. Ganz unten sind meine Gene oder sogenannte epigenetische Kontrollmechanismen. Darüber reden wir gleich noch. Die kommen wir gleich noch. Aber auch vorgeburtliche Einflüsse, von denen ich gar nichts weiß. Auch die ersten Einflüsse nach meiner Geburt von meinen primären Bindungspersonen, meiner Mutter zum Beispiel, meiner Familie, die kann ich überhaupt nicht erinnern. Darin hat er auch Freud recht. Und all das Spätere hat akkumulativ einen Einfluss auf mich gehabt. Natürlich auch darauf, ob ich die Einladung hier zu kommen annehme oder nicht und ob ich es dann auch tatsächlich tue. Mhm. Also das geht schrittweise vom ganz Unbewussten bis zum dem, was mal bewusst war, aber wir nicht erinnern können in ganz früher Zeit. Und dann zunehmend meine Ausbildung, meine Erfahrungen und so weiter bis hin zu der aktuellen Frage, ja, will ich das nicht, was bringt mir das? Was bringt mir das nicht? Worauf muss ich verzichten? Dieses Abwägen geht von ganz unten bis ganz oben, bis zur höchsten, vielleicht sogar philosophischen Stufe. Das ist schon interessant. Also alltägliche Entscheidungen, wenn man die wirklich restlos erklären möchte, müsste man zurückgehen in der Biografie, eigentlich bis zur Geburt oder sogar davor, sagen Sie. Weil unsere Persönlichkeit, das, was uns ausmacht, das wird sehr früh festgelegt, sagen Sie. Ja, das stimmt. Aber bei den allermeisten Entscheidungen unseres täglichen Lebens, sagen wir 99,5%, brauchen wir diese Abwägung überhaupt nicht. Sind automatisiert, da ist die Entscheidung, so zu machen oder anders, sehr früh gefallen. Das nennt man automatisierte Entscheidungen, Gewohnheiten. Und die sind in einem besonderen Teil unseres Gehirns versteckt, ganz tief im Inneren, die man Basalganglien nennt. Und die entscheiden für uns. Und wir tun einfach nur, was uns intuitiv richtig erscheint. 90% haben Sie ja gesagt. Mindestens. Also, Fahrradfahren oder Kochen oder aber auch jede Handbewegung, das Ergreifen, das klar, alles, wie wir sprechen und so weiter, geht alles ja hochautomatisiert. Und das Wenigste davon ist wirklich genetisch fixiert. Ganz wenig, das Allermeiste wird jetzt zur Gewohnheit, indem wir es erlernt haben, bewusst oder unbewusst. Und dann immer wiederholt haben und es hat sich immer bewährt. Und das Allermeiste in unserem Leben machen wir ohne große freie Willensentscheidung, weil es einfach klar ist, dass wir so tun. Autopilot könnte man sagen. Genau, ja. Also ohne bewusstes Eingreifen geschehen diese Entscheidungen. Höchstens, wir wollen das jetzt, aber wie das dann passiert, wie ich jetzt zu Ihnen komme oder wie ich meine Hände bewege, meine Lippen bewege, all das ist schon längst entschieden und das muss ich nur anstoßen. Mhm. Ich kann es aber trotzdem, jedenfalls die meisten Dinge, die nicht unter Zwang geschehen, kann ich schon willentlich in gewissem Rahmen beeinflussen. Ich könnte also sagen, ich rede jetzt nicht mehr mit Ihnen. Ne? Einfach das hoffe ich nicht, dass Sie das tun. Ich werde darauf verzichten oder meine Basalgänge verzichten dann darauf. Also man kann immer noch auf diese Automatismen mehr oder weniger willentlich eingreifen. Das ist vorgesehen. Aber Veto einlegen sozusagen. Genau, aber das ist dann sehr schwer. Umso schwerer, je tiefer unsere Angewohnheiten sind. Und manche Angewohnheiten können wir gar nicht mehr ablegen. Und
gewisse Dinge sind so tief, dass sie Teil unserer Persönlichkeit sind. Ja. Und Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel «Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten». Können wir uns also gar nicht so stark verändern, wie wir gerne hätten? Also eigentlich wollen die meisten Leute sich nicht mehr, wenn sie halbwegs erwachsen sind, so schwer ändern. Das wäre auch schlecht für unsere Gesellschaft, nämlich unsere Gesellschaft baut darauf, dass Menschen sich nicht ständig verändern, sondern dass sie eine gewisse Persönlichkeit haben, an der man die anderen Leute erkennt. Wir können uns deshalb nicht mehr beliebig ändern, wir wollen uns auch nicht mehr beliebig ändern, sondern, wie ich eben schon gesagt habe, gibt es auch hier so eine Hierarchie, die ganz tiefen Entscheidungen, die zum Beispiel unser Temperament bestimmen, womit wir auf die Welt kommen. Man ist ein offenes, ruhiges Temperament, fröhliches Temperament, ein Optimist oder man ist eben ein schwieriges Kind. Damit kommt man auf die Welt. Ja. Danach passiert nichts mehr im Temperament. Also entweder die Psychologen sagen, das Temperament, mit dem man auf die Welt kommt, auch wenn es, wie wir inzwischen wissen, schon vorgeburtlich bestimmt wird von der Umwelt, das heißt vom Gehirn der Mutter. Also wenn ich als Embryo im Bauch der Mutter bin, ja, wird mein Temperament geprägt. Auch. Ja, und zwar durch die Gene, durch sogenannte epigenetische Kontrollmechanismen. Was sind das? Vielleicht können Sie das kurz erläutern. Das kann man mit einem Wort sagen. Das sind Ausleseinstanzen für die Gene. Die Gene selber, die 23.000, 24.000, die wir haben, tun ja nichts von selbst, sondern die müssen ausgelesen werden, so wie man ein Buch aufschlägt und dann irgendwas nachliest. Mhm. Dieser Apparat, der die Gene ausliest, also entweder zur Gänze oder nur bruchstückhaft oder überhaupt nicht, das sind die sogenannten epigenetischen Kontrollmechanismen. Wir sitzen vor den Genen und bestimmen dann, in welchem Maße ein bestimmtes Gen ausgelesen wird. Und die sind insofern sehr interessant, als sie unsere Individualität ausmachen, also zwischen Ihnen und mir. Nicht die Gene, darin sind wir fast vollkommen identisch. Es sind die epigenetischen Kontrollmechanismen, die den Menschen zu Menschen, die Schimpansen zu Schimpansen machen. Auch da gibt es fast. Und die auch Zwillinge unterschiedlich machen, eineiige Zwillinge, oder? Die, ja, haben ja exakt dieselben, genau, Gene, ja, und sind trotzdem, wie wir das, ja, alle aus Erfahrung kennen, zum Teil sehr unterschiedlich. Ich Verhalten. Selber habe das dramatisch erlebt, weil ich Großvater von eineiigen Zwillingen bin. Ah. Und weil nicht nur meine Frau Hirnforscherin ist, sondern die Eltern dieser eineiigen Zwillinge sind auch Hirnforscher. Das trifft sich also gut. Und gewünscht. Genau, ja. Ja, man weiß. Und da haben wir festgestellt, auch der andere Schwiegervater ist Psychologe, kommt dazu. Und wir beide, die beiden Väter, Schwiegerväter, haben oder Großeltern, haben festgestellt, dass die eineiigen Zwillinge doch in ihrer Persönlichkeit deutlich unterschieden sind, so wie Sie es auch sagen, das findet man immer. Es sind nicht dramatisch unterschieden, aber ein wunderbarer Unterschied ist jetzt schon mit 6 Jahren da, den ich ganz toll finde. Die eine komponiert und die andere spielt es. Wow. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Und auch selbst auch Musikwissenschaften, ja, studiert. Ja. Und das ist schön, dass trotzdem Unterschied ist. Die eine findet das Komponieren besser, natürlich noch nicht wie Mozart vielleicht. Mit 6 Jahren. Aber die andere spielt lieber. Ist das nicht fantastisch? Interessant, ja. Ja, also das passiert einerseits, sagen Sie, die Gene sind wichtig, dann diese Epigenetik, ja, also welche Gene aktualisiert, genau, werden und abgelesen, genau, werden. Aber dann hört man ja oft, dass die ersten Lebensmonate oder ersten 2, 3 Lebensjahre, genau, sehr entscheidend ist, ja, sind. Und zwar sind sie einerseits, wirken sie einerseits auf genau epigenetische Kontrollmechanismen zurück, zum Beispiel eine sehr negative Frühentwicklung, weil die Mutter depressiv war oder weil man schon in ganz jungen Jahren malträtiert wurde. Das wirkt sich sogar auf die Epigenetik aus. Hm. Und kann sogar, wenn es in den Keimzellen, also in den Samenzellen, Eizellen, sich verfestigt, nur dann kann es weitergegeben werden. An die nächste Generation. Ja, also unsere Traumata. Übernächste, Traumata, ja, zum Beispiel. Ja. Wenn die Mutter selbst traumatisiert war, nämlich dann gibt sie ein bestimmtes Signal vor der Geburt an das Gehirn des Kindes weiter. Und dann kann im Kind des Ungeborenen, in der Stressachse des ungeborenen Kindes, sich nicht die genügenden antitraumatischen Faktoren ausbilden, die Ressourcen. Und dann gibt es aber Einwirkungen an den epigenetischen Faktoren vorbei, einfach auf die ganz junge und unreife Psyche,
die stark prägend sind, weil die Nervenzellen dort sozusagen auf die Signale von der Umwelt warten. In der Mutter-Kind-Beziehung ist das ja eine sehr, sehr offene Interaktion. Immer lernt das Gehirn des Kindes bestimmte Dinge zu tun, damit man das kriegt von der Mutter, was man kriegen muss. Und umgekehrt lernt auch die Mutter, gesteuert von dem Hormon Oxytocin, dass man da besonders empfänglich ist für die prägenden Einflüsse in den ersten 2 bis 3 Jahren. Und vom Vater natürlich. Der Vater tritt auch auf, besonders wenn die Mutter nicht zur Stelle ist. Ansonsten ist der große Auftritt des Vaters, so sagen Psychologen, etwa nach einem Jahr. Dann gucken die Kinder vermehrt nicht mehr zur Mutter, sondern auch nur auch zum Vater und zu den Geschwistern. Das ist doch auch je nach Erziehungsmodell unterschiedlich. Also ja, natürlich. Bei bestimmten Familien ist da der Vater von Anfang an. Ja, natürlich. Also im Grunde muss es auch gar nicht die Mutter sein, sondern es muss eine Person sein, die sowohl auf der Signalebene als auch auf der Handlungsebene genau das tut, was der Säugling, das Kleinkind braucht. Mhm. Aber es ist von der Biologie her schon besser, dass es die biologische Mutter ist. Nämlich das Kind lernt ja die Stimme der Mutter, gelingt auch die Stimme des Vaters, vor der Geburt durch die Bauchdecke. Richtig. Und es lernt den Geruch und Geschmack der Haut über das Fruchtwasser. Darum hat es eine bestimmte Erwartungshaltung. Das ist interessant. Und jetzt sagen Sie, dieses Temperament, die Persönlichkeit, die da ganz früh festgelegt wird, die verändert sich danach nicht mehr so stark. Jetzt spricht man aber immer, und man hört auch von dieser Neuroplastizität des Gehirns, also dass die Verschaltungen sich verändern können, dass wir noch im Alter dazulernen können. Aber das stimmt nicht für die Persönlichkeit. Es stimmt grundsätzlich nicht in dem strikten Sinne, sondern die Neuroplastizität nimmt ganz unterschiedlich von den Funktionen, die wir betrachten, kontinuierlich ab, zum Teil sehr schnell, zum Teil sehr langsam. Unsere Motorik, unsere motorische Plastik nimmt sehr, sehr langsam ab. Mhm. Deshalb kann man auch im Alter, hohen Alter von 70 oder 78 bei mir noch was Neues manuell lernen, das geht noch. Man kann auch kognitiv das eine oder andere lernen, aber emotional ist es schon viel deutlicher. Und diese Prozesse der Ausbildung der Persönlichkeit, die nehmen sehr schnell ab. Die werden nie null. Aber die Faktoren, die dann noch Persönlichkeit verändern wollen, müssen sehr viel stärker einwirken. Mhm. So, wenn ich ab 40, sagen wir mal 50, da müssen schon starke emotionale, besonders negative Art leider, auf mich einwirken, damit meine Persönlichkeit sich noch halbwegs ändert. Mhm. Wie würden Sie denn Ihre eigene Persönlichkeit beschreiben, Herr Roth? Also ich bin sehr früh geprägt worden, einmal durch mein Elternhaus. Über meine Gene weiß ich nicht viel, aber ich komme aus einer Ärzte- und Musikerfamilie. Und so bin ich auch aufgewachsen. Mein Vater war Arzt. Ich bin auf eine sehr gute Schule gegangen. Das heißt, so die ersten 10, 12 Lebensjahre haben mich eindeutig in eine bestimmte Richtung geprägt. Meine Lehrer auch dann später. Und der bin ich dann gefolgt. Und vieles davon ist schon aussortiert worden. Und wenn ich eine andere Umgebung hätte, anderen Vater, andere Mutter, wäre ich vielleicht ganz was anderes geworden. Vielleicht Schweizer Lokführer. Ich kann noch ergänzen, wie es dann weitergeht. Sie sind promovierter Philosoph, Biologe, Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie an der Universität Bremen, waren Direktor des dortigen Instituts für Hirnforschung, Gründungsrektor des Hanse-Wissenschaftskollegs, ein sehr renommiertes Institut, Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes und gegenwärtig sind Sie Direktor eines eigenen Beratungsinstituts. Das klingt nach einem sehr erfolgreichen Forscherleben, aber auch sehr geradlinig. Gab es da keine Brüche in Ihrem Leben, keine Wendung? Es gab schon äußerlich Brüche. Aber mich hat schon von einem Alter von 12, 13 Jahre eines interessiert. Und zwar habe ich da ein Buch von meinem älteren Bruder, der damals anfing, Psychologie zu studieren, gesehen. Da waren so merkwürdige Gebilde auf dem Buch. Das hieß Psychology. Habe ich gefragt, ist das Psychologie? Ja, was sind das? Das sind Nervenzellen. Ja, was machen Nervenzellen? Ja, die sind unserem Gehirn und die treiben uns an. Ich sagte, das muss ich studieren. Aber dann fand ich niemanden, der Neurobiologe war. Das war vor langer Zeit, also 65 Jahre, gab es kaum Neurobiologie. Und deshalb habe ich mich an die Philosophen gehalten und dachte, die Philosophen, die wissen alles.
Ich hatte einen sehr guten Philosophieunterricht, habe über Geist, Bewusstsein, über Kant, Hegel erfahren. Habe gedacht, das muss ich studieren, die Philosophen erzählen mir, wie die Sachen sind. Es war aber ein großer Reinfall. Ich habe zwar in Münster und in Rom ein sehr gutes klassisches Philosophiestudium erlebt, aber kein Mensch interessierte sich für das Gehirn. Und dann hatte ich eine Begegnung mit einem berühmten Biologen, Neurobiologen, auch Hirnforscher, Bernhard Rentsch, und sagte, also Herr Rentsch, ich schmeiße jetzt alles hin, das war im sechsten Semester Philosophie auch ein bisschen. Und ich komme zu Ihnen, sagte, lieber junger Freund, das tun Sie nicht. Sie studieren Philosophie fertig, mit einem abgebrochenen Studium kann man nichts anfangen, und dann kommen Sie zu mir. Dann habe ich das so gemacht. Interessant. Also, das Interesse blieb, auch wenn die, dann habe ich eben Naturwissenschaften studiert, später habe ich mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aber das innere Interesse, das bleibt. Mhm. Das ist das Erstaunliche. Das ist interessant. Und Sie sagen, Veränderung ist schon möglich, aber es braucht Voraussetzungen. Und ja. Sie nennen vier Voraussetzungen. Und ein Beispiel finde ich interessant, in Ihrem neuen Buch kommt das auch vor, über den Menschen, sozusagen ein Resümee ihres Lebenswerks, kann man sagen. Sehr, sehr gut zu lesen und sehr, sehr informativ. Und da schreiben Sie neue Beziehungen. Ja. Sind das, das uns auch irgendwie am meisten verändert, wahrscheinlich, wenn wir... Ja, verändern könnte. Könnte, okay. Ja, also wenn man mal guckt, statistisch, dann sind Veränderungen, abgesehen von schockartigen Ereignissen, traumatisierenden Ereignissen, die man mal vergessen, ist das Eingehen neuer Beziehungen, welcher Art auch immer, so das, was uns ja am meisten emotionalisiert. Und deshalb am tiefsten bei uns runtergeht in untere limbische Etage sozusagen. Wo sitzen diese Emotionen im Gehirn? Vielleicht können Sie mal ein bisschen zeigen, ja, wo dieses limbische System sitzt. Wie soll ich es halten? So ist perfekt, ja? Dass ich die also Kamera sieht, die ist da hinten. Vieles ist ganz tief im Unbewussten, im Inneren des Gehirns vergraben, wovon wir keine Ahnung haben, aber sie sind äußerst wichtig. Und da gibt es wenige Bereiche, zum Beispiel hier über den Augen, limbische Bereiche der Großhirnrinde, wo wir eben Gefühle, Motive, Belohnungen, Bestrafungen erfahren, die wir dann auch bewusst erleben. Das andere erleben wir nicht bewusst. Dann gibt es hier andere Bereiche, meist immer innen liegend, nicht außen oder unten liegend, die uns sozusagen die Gefühle, die persönlichen Gefühle, aber auch, ganz wichtig, die Anforderungen der Gesellschaft vermitteln. Also in diesem unteren Bereich, dem Bereich über den Augen, dem orbitofrontalen Kortex, über den Orbitae, ja, den Augenhöhlen, da sitzt sozusagen auch im freudschen Sinne das Über-Ich. Also da sitzen die Normen und Gesetze der Gesellschaft. Ja. Und wir finden die wir internalisiert haben. Ja, die wir internalisiert haben, ja. Ja. Und das wird eben, dieses Unbewusste, Limbische, entsteht sehr früh, zum Teil schon bei der Geburt ist es vorhanden. Diese Großhirnanteile, die entstehen bis zum Erwachsenenalter, ganz langsam zum Teil. Wir wissen ja, die Normen der Gesellschaft zu verstehen und erst recht sie zu befolgen, dauert 20, 30 Jahre und bei manchen klappt es überhaupt nicht. Mhm. Hm? Es ist interessant, Sie haben ganz am Anfang der Sendung gesagt, wir leben meistens mit Autopilot, steuern wir durchs Leben und brauchen das Bewusstsein gar nicht. Und jetzt auch wieder haben Sie gesagt, das sind diese Gefühle, die uns steuern. Wann brauchen wir denn das Bewusstsein und warum überhaupt? Wie kam es in der Evolution dazu, dass wir sozusagen, dass das Licht anging und wir die Dinge bewusst wahrnehmen und entscheiden mit der Ratio, ja, mit dem Verstand? Also ehe ich drauf komme, muss ich noch was zu den Vorsätzen bei Ihnen sagen. Einige Dinge machen wir völlig unbewusst. Das sind aber nicht die Gewohnheiten, sondern das sind Stereotypien, die überwiegend angeboren sind. Vieles an den Gewohnheiten war mal bewusst, auch als Kleinkind, und ist dann mit den pausenlosen Wiederholungen immer mehr aus dem Bewusstsein entschwunden und kommt in diese Basalganglien, unser prozedurales Gedächtnis, ja, unser Autopilotengedächtnis. Aber jetzt zurück zum Bewusstsein. Also wir gehen heute davon aus, dass zweifellos nicht nur der Mensch Bewusstsein hat, sondern Tiere, bei denen man das untersuchen kann, also Menschenaffen, auch Affen allgemein, aber selbst intelligente Vögel, vielleicht sogar eine Honigbiene, ist alles unklar, ist auch experimentell schwierig dann zu untersuchen, die haben so etwas.
Und Bewusstsein kann man erst einmal dadurch untersuchen, indem man fragt, rein im Verhalten, was können wir Menschen und können die Tiere nur mit Bewusstsein? Und was können die alle, wir auch ohne Bewusstsein? Jetzt sehen wir schon, Gewohnheiten können wir ohne Bewusstsein machen. Wie ich trinke, wie ich das Glas anhebe, mache ich inzwischen, weil es Gewohnheit ist, ohne Bewusstsein. Ja. Und das sieht schon alles, was nicht neu ist, selbst wenn es wichtig ist, dass ich jetzt was trinke, aber was nicht hinreichend neu ist, damit befasst sich das Bewusstsein entweder überhaupt nicht oder nur für 5 Sekunden. Dann ist schon weg. Dann kann ich mich, wenn ich über die Schweizer Autobahn, ohne geblitzt zu werden, fahre, ist ja sehr wichtig, nämlich dazu brauche ich Bewusstsein. Wenn alles gut geht, dann sehe ich für 5 Sekunden etwa die Autos, die auf mich zukommen, die mich überholen und so weiter, die Bedingungen außen und dann ist weg. Wir haben also, wenn überhaupt, so in 5 Sekunden Bewusstsein und vorher und während dieser 5 Sekunden fragt das Gehirn sich selber, ist es hinreichend neu? Und wenn es hinreichend neu ist, die zweite wichtige Frage, ist es denn auch wichtig in irgendeinem Sinne? Und ein mir entgegenkommendes Auto ist neu. Habe ich noch nie gesehen. Dieses Auto selber mit dem Nummernschild von Luzern oder so, nie gesehen. Aber es ist völlig unwichtig. Es sei denn, es ist grell, der Fahrer fährt ganz komisch, viel zu schnell, viel zu langsam. Dann heißt das, oh, ist nicht nur neu, sondern irgendwie auffällig. Und auffällig ist immer wichtig. Mhm. Und Bewusstsein wird dann eingeschaltet, damit man dieses neue und wichtige Ereignis, oder man, das Gehirn, besser analysieren kann. Nämlich Bewusstsein ist in der ersten Linie Aufmerksamkeitsbewusstsein und Detailbewusstsein. Und warum das alles? Weil ich Dinge, die ich detailmäßig und aufmerksam sehe, mit viel höherer Relevanz versehe. Das ist viel wichtiger. Aktuell, ich kann also viel schneller, viel besser reagieren, also genauer reagieren. Mhm. Zum Beispiel, dieser Mensch, der mir entgegenkommt, fährt in Schlangenlinien und da gucke ich auf das Nummernschild und versuche mir das zu merken und vielleicht der Polizei etwas zu sagen. Das könnte ich unbewusst überhaupt nicht. Mhm. Und zweitens wird das, was ich bewusst erlebe, auf diese Weise viel stärker in meinem Gedächtnis verankert. Das ist der zweite ganz wichtige Faktor. Also Bewusstsein hat in psychologischer und neurobiologischer Sicht einen ungeheuren Überlebensvorteil. Und deshalb hat sich Bewusstsein vielleicht sogar mehrfach unabhängig voneinander in der Evolution entwickelt. Weil es uns hilft, komplexe, detailreiche, neue und wichtige Informationen zu verarbeiten. Das schaffen die anderen Teile des Gehirns nicht. Ich könnte jetzt mit Ihnen diesen Dialog unbewusst überhaupt nicht führen, weil das Unbewusste keine Bilder, keine Sprache, keine Worte kennt. Das muss ich bewusst machen. Ja. Und das Gehirn schaltet das Bewusstsein deswegen aus, weil es einfach viel Energie braucht. Weil sonst, also ja, wäre Energieverschleuderung, ja, alle Prozesse, ja, immer bewusst sozusagen, ja, zu steuern. All das Gehirn selber, das bei uns nur etwa 2% unserer Körpermasse ausmacht, verbraucht schon im Ruhezustand 20% der Energie, der Ruheenergie, und geht dann zu 50, 60, 70% der Verbrauchsenergie hoch. Das heißt, Bewusstsein ist sehr teuer und sollte nur als Spezialist, als Superspezialist nur dann eingeschaltet werden, würde jede Industrieunternehmen würde das so machen, wenn es wirklich nötig ist. Bei uns ist leider, da wir in einer sehr komplexen sachlichen und sozialen Welt leben, dieses Einschalten besonders wichtig, zum Beispiel jetzt bei uns. Genau, und jetzt muss ich noch mal auf diese Freiheit zurückkommen, weil auch bei bewussten Entscheidungen, schreiben Sie, denen geht immer ein Gehirnvorgang vorweg. Und die werden im Gehirn vorbereitet, diese Entscheidung, kann man sagen, eine halbe Sekunde vorher. Aber bedeutet das nicht, dass wir dann nur eine Marionette unseres Gehirns sind? Wenn da eine halbe Sekunde, bevor ich jetzt diesen Satz sage, ist da schon was passiert? Und eigentlich mein Satz ist nur die Folge davon, was da im Gehirn passiert. Das ist natürlich aktuell so. Aber diese halben Sekunde können wiederum viele bewusste Prozesse vorhergegangen sein. Zum Beispiel ist es ganz bekannt, dass wenn Sie mir eine schwierige Frage stellen, ich überlege, wie ich die beantworte. Und dann sucht mein unbewusstes parallel und mein bewusstes Gehirn
nach einer möglichen Antwort. Das ist durchaus ein geistig bewusster Vorgang, der aber dann bei der Letztabfrage, ja, so viele Alternativen habe ich, Herrn Bossert zu antworten. Jetzt muss aber irgendeine Instanz in mir entscheiden, ja, gebe ich die Antwort. Und diese wird eben eine halbe Sekunde vorher festgelegt. Aber vorher könnte ich also jahrelang umphilosophieren, was ich Ihnen nun antworten will. Und diese letzte Entscheidung, wer trifft denn die, das Gehirn oder der Geist? Ja, beides zusammen. Also der Geist ist ein Zustand dieses Apparates, über den wir gesprochen haben. Das nennen wir Geist in der Funktion. Wenn der Apparat eingeschaltet wird, haben wir das innere Erlebnis des Bewusstseins des Geistes. Das ist die psychologisch, neurobiologisch plausibelste Antwort. Der Geist ist ein Zustand eines ganz bestimmten, sehr wichtigen Apparates. Es gibt also den Geist, aber der Geist ist ein, wenn man so will, besonderer Informationsverarbeitungsmechanismus, den das Unbewusste nicht leisten kann. Der wird eingeschaltet und der kann nun alles umfassen. Jahrelanges Nachdenken, da durchsucht mein bewusster Geist meine ganze Lebensgeschichte, alle meine Erfahrungen oder liest nach. All das kann eingehen. Deshalb ist nur die Letztentscheidung nicht mehr frei, sondern vorher. Da geht es nur darum, soll ich A, B oder C antworten? Das muss ja entschieden werden. Aber vorher können wir uns das beliebig überlegen. Und das macht eben der Apparat, indem er auf unser Gedächtnis zurückgreift, auf die aktuelle Situation, wie Sie jetzt Ihren Mund verziehen und so weiter. All das ist ja wichtig für die Antwort. Und so sehen wir, immer geistig bewusste Zustände in meinem Gehirn arbeiten aufs Engste mit geistig Unbewussten zusammen. Genau, und diese Verbindung, also wir tasten uns hier an einem Menschheitsrätsel heran, das ist so. Das warum alte nicht? Problem zwischen Leib und Seele oder zwischen Geist und Gehirn. Und ich habe im Vorfeld der Sendung ein kurzes Video gedreht für die sozialen Medien, wo es genau um dieses Problem geht, wie Geist und Gehirn eigentlich zusammenhängen und welche Probleme sich ergeben, wenn man davon ausgeht, dass Geist und Gehirn zwei unterschiedliche Dinge sind. Wir schauen uns das mal an. Ja, so ein Ding hier haben wir alle unter unserer Schädeldecke, hoffentlich. Denn erst dank diesem Gehirn können wir Menschen überhaupt denken, fühlen und entscheiden. Aber wie genau geht das? Sind unsere Gedanken wirklich frei? Wer sitzt eigentlich am Steuer, ich oder mein Gehirn? Kleiner Spoiler, es ist kompliziert. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ich mich in den Arm kneife, dann leiten die Nervenbahnen meines Körpers ein Signal weiter bis an mein Gehirn, bis zu den Neuronen, den Nervenzellen im Gehirn. Diese nehmen die elektrischen Impulse auf und leiten sie weiter. Und irgendwie, man weiß nicht genau wie, entsteht dann aus diesen elektrischen Signalen in meinem Gehirn eine subjektive Empfindung, nämlich mein Schmerz, den ich jetzt gerade spüre. Wie kann das aber sein? Noch viel rätselhafter ist der umgekehrte Vorgang. Angenommen, ich will meinen Arm hochheben. Um das zu erreichen, muss ich meinen Schultermuskel dazu bringen, dass er sich anspannt. Das schaffe ich aber nur über mein Gehirn. Denn mein Gehirn muss ja dem Muskel den Befehl geben, er soll sich bitte schön anspannen. Wie aber schaffe ich das? Wie kann ein bloßer Gedanke, ein Wunsch, also ein Vorgang in meinem Geist, einen Gehirnprozess in Gang setzen, also Materie in Bewegung bringen? In der materiellen Welt gilt ja das Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles hat eine Ursache. Diese Billardkugel zum Beispiel bewegt sich nur, wenn sie durch eine andere angestoßen wird, zum Beispiel so. Nehmen wir mal an, dieser Billardtisch hier wäre mein Gehirn und die Kugeln wären die elektrischen Impulse, die durch mein Gehirn strömen. Ein Stoß leitet den anderen weiter und so fort. Die Frage ist jetzt aber, wo sind meine Gedanken, wo sind meine Gefühle und welche Rolle spielen sie? Stehen sie am Anfang all dieser Bewegungen oder entstehen sie erst in diesem Wirrwarr von Impulsen? Erste Option wäre zu sagen, meine Gedanken sind unsichtbar. Sie sind außerhalb der materiellen Welt, setzen aber elektrische Ströme in meinem Gehirn in Bewegung. Das würde allerdings heißen, dass eine äußerst rätselhafte Energieübertragung stattfinden würde, nämlich vom immateriellen Geist zum materiellen Gehirn. Zudem würde das die sogenannte kausale Geschlossenheit der physikalischen Welt verletzen.
Ein Gesetz, das besagt, dass physikalische Ereignisse nur durch andere physikalische Ereignisse verursacht werden. Zweite Option wäre zu behaupten, unsere Gedanken und Gefühle sind bloße Begleiterscheinungen von Gehirnvorgängen. Das würde heißen, mein geistiger Wunsch, den Arm zu heben, wäre bereits das Produkt eines materiellen Gehirnvorgangs, der gleichzeitig auch das Signal an meinen Muskel weiterleiten würde. So könnte es funktionieren. Nur wo bleibt dann meine Freiheit? Wäre ich dann nicht bloß eine Marionette meines Gehirns und mein gefühlter Wunsch käme immer schon zu spät? Denn wenn mein Wille nur das Produkt meines Gehirns ist, dann ist er doch nicht wirklich frei. Und auch nicht wirklich mein eigener Wille, oder etwa doch? Ja, viele Fragen. Ja. Ein großes, schwieriges Problem. Aber Sie sagen, Sie haben eigentlich so grob gesagt die Lösung. Wir sind nah dran. Ja, wenn man definiert, was Lösung heißt. Aber da kommen wir gleich drauf. Also erst einmal haben wir inzwischen als Philosophen, als Psychologen, Neurobiologen einen Diskussionsstand erreicht, der vieles davon obsolet werden lässt. Zum Beispiel die Frage, wie Geist auf Materie einwirkt. Diese Frage ist obsolet, weil es gar keinen echten Materiebegriff mehr gibt. Der war ein Begriff des 19. und 20., frühen 20. Jahrhunderts. Nämlich, woraus bestehen Lichtwellen? Das sind keine materiellen Wellen. Woraus bestehen Elementarteilchen? Kein Physiker würde sagen, das ist Materie, sondern das wird auf einem bestimmten Aggregatzustand so etwas wie der Tisch oder das Gehirn. Also im Grunde ist alles Physikalische, also was wir mit physikalischen Instrumenten untersuchen können und woraus die Welt besteht, weder Geist noch Materie, sondern ein Elementarzustand, der sich dann auf höhere Ebene in das, was wir eben gängig Materie nennen, Atome, Moleküle, eben zusammensetzt. Interessant. Darf ich das kurz zusammenfassen? Das heißt, die wahre Wirklichkeit ist weder geistig noch physikalisch, sondern irgendwas dazwischen mit diesen Wellen, es sind Wellen und so. Ja, die weder. Die sich dann sozusagen aggregieren, genau. Und dann entsteht so etwas wie Materie. Ja, zum Beispiel, Energie ist keine Materie. Ja. Aber wie Einstein gesagt hat, in der Schweiz schon, in Bern, bei hoher Energie entsteht Materie aus der Energie. Und Materie kann wieder in Energie überführt werden. Also kann es nicht etwas völlig Verschiedenes sein. Ja. Und er hat auch gezeigt, und viele andere Physiker, dieser Transfer zwischen Energie und Materie geht nach physikalischen Gesetzen, zum Beispiel den Erhaltungssätzen, die ja die fundamentalsten Gesetze sind. Und wir können das auch als Psychologen wunderbar nachweisen, wenn wir jemanden, wenn wir den Stoffwechsel, den Energieverbrauch eines Menschen bei den einfachsten Tätigkeiten messen oder bei schweren geistiger Anstrengung, dann geht der Stoffwechsel extrem hoch und wir können das an den Nervenzellen sogar sehen. Und deshalb ist ja der Sauerstoff- und Zuckerverbrauch für unser Bewusstsein so wichtig. Wenn wir wenig Sauerstoff, wenig Zucker haben, unterzuckert sind, da können wir nicht mehr denken. Also daraus kann man schon schließen, Geist als subjektiver Empfindungszustand kann nicht außerhalb der physikalischen Gesetzmäßigkeit sein, weil wir das messen können. Wir können, jeder Operateur, jeder Neurochirurg muss das wissen, jeder Narkosearzt, unter welchen Umständen Bewusstsein entsteht und verschwindet und dann wieder hochkommt. Also dieses Problem ist gelöst. Ja, ja. Also das heißt aber auch, man weiß eigentlich, dass wenn der Körper stirbt, das Gehirn stirbt, dass es dann kein Bewusstsein mehr gibt. Also das Bewusstsein in unserem erfahrbaren Sinne. Nun kann man als Theologe oder Gläubiger sagen, ja, dann erleben wir eine Sphäre völlig anderen Bewusstseins. Das mag sein, wie es will. Aber das können wir gar nicht überprüfen. Okay, und das wäre dann auch sozusagen, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie das Gehirn die Seele macht. Ja. Das wäre dann keine Seele, die weiterlebt nach dem Tod, sondern das ist einfach ein anderes Wort für unser Bewusstsein, das, was in unserem Geist geschieht. Seien wir mal ganz vorsichtig. Das, was wir überhaupt an Bewusstsein direkt messen können, ist unser Selbstbewusstsein. Anders ist uns nicht direkt zuständig. Wir können aber ganz genau sehen, was im Gehirn vorgeht. Und inzwischen sind wir da sehr, sehr weit. Was passiert im Gehirn eines Menschen? Ich kann das auch bei mir selber machen. Wenn er sagt, jetzt sehe ich da irgendetwas, einen roten Fleck. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr, jetzt sehe ich ihn wieder. Und all diese Untersuchungen sind gemacht worden. Und da kann man ganz genau sagen, wann bestimmte Wellen im Gehirn auftreten und wo.
und wann nicht. Und das muss jeder Narkosearzt und all die Leute, die jetzt Bewusstseinszustände erfasst, müssen das drauf haben. Das ist also, sagen wir mal, alltägliche Evidenz. Die andere Frage ist natürlich, warum wird das bewusst erlebt? Weil ja viele Kritiker, Sie haben es ja auch genannt, sagen, Bewusstsein ist nur eine Begleiterscheinung, wir könnten auch völlig ohne Bewusstsein leben. Auch das Zombie-Argument von Chalmers, auch Daniel Dennett und viele Behavioristen sagen, es ist völlig irrelevant, ob wir Bewusstsein haben oder nicht, und das stimmt eben einfach nicht. Ganz simpel, experimentell nicht. Wenn wir beim Patienten durch Unterkühlung zum Beispiel das Bewusstsein momentan ausschalten, dann kann er Dinge nicht. Wenn wir es wieder einschalten, dann kann er es plötzlich wieder. Ja, aber die Gehirnzustände finden auch nicht statt, die sozusagen diesen bewussten Vorgängen unterliegen. Das ist das Problem. Da könnte man sagen, also wenn es die bewussten Prozesse gibt, dann müssen die irgendeine Wirkung haben, wieder zurück aufs Gehirn. Das tun sie auch. Das tun sie auch. Das heißt, es ist klar, ich bin ja kein sogenannter Identist. Ich sage nicht, Bewusstsein ist nichts anderes als feuernde Neuronen. Also Sie sagen, Geist ist nicht identisch mit dem Gehirn. So. Das wäre eine Identitätstheorie. Also das ist insofern nicht identisch, aber man kann sagen, Geist ist ein besonderer funktionaler Zustand des Gehirns. Ohne das Gehirn in einer ganz bestimmten, sehr engen Weise gäbe es kein Bewusstsein. Und Bewusstsein entsteht aus dem Zusammenwirken von vielen Millionen bis Milliarden Nervenzellen bei uns. Und wir können auch inzwischen relativ gut erklären, wie das wohl passiert. Und dieser Zustand, der nun geistig erlebt wird, wirkt natürlich zurück. Warum sollte das Gehirn das sonst machen? So einen teuren Apparaten da ernähren, aber der wirkt nicht aus dem Jenseits irgendwo, aus der nicht materiellen Welt zurück, sondern das ist selbst schon irgendwie ein physikalischer Zustand. Dann hätten wir die ganzen Probleme, wie etwas nicht physikalisches, aber etwas physikalisches wirken kann. Das geht gar nicht. Müssen wir ein völlig anderes Weltbild haben. Ja. Und insofern, wenn wir nachdenken, dann hat das, wir haben darüber ja gesprochen vorhin, zutiefst Auswirkungen auf die Neuronen. Es ist also, sind ja bestimmte Neuronen, die etwas ganz Besonderes machen, nämlich geistige Arbeit machen, und die wirkt auf andere Neuronen wieder zurück. Es ist im Gehirn überhaupt nichts Merkwürdiges. Aber es ist nicht so, dass Neuronen auf Neuronen wirken, sondern der Geist wirkt auf Neuronen. Aber der Geist ist immer auch realisiert als ein bestimmter Gehirnzustand, wenn ich es richtig verstehe. Also sagen wir mal so, Neuronen können unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten Nervennetzen in sich einen Geistzustand erschaffen. Dann erlebt dieser Zustand sich selber, und das sind wir. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Schmerzen spüre. Hä? Ja, dann müssen ganz bestimmte Dinge in den bestimmten Neuronen vorgehen, und dann empfinden wir den Schmerz. Das ist sozusagen ein aktueller Zustand der neuronalen Aktivität mit dem Label Bewusstsein. Der bewusst wird. Mhm. Ja. Und wenn das so ist, dann wirkt natürlich dieses mit Bewusstsein gelabelte Ereignis ganz anders auf die Neuronen zurück, auf andere Neuronen, als die gerade bewusstseinstragenden Neuronen, als wenn es nicht wäre. Es macht also funktional einen großen Unterschied. Das kann man auch sehr schön sichtbar machen. Also Sie haben schon den australischen Philosophen David Chalmers erwähnt, der so ein berühmtes Gedankenexperiment gemacht hat mit diesem Zombie, das Sie schon erwähnt haben. Ein Zombie für David Chalmers ist ein Wesen, das aussieht wie ein Mensch, sich verhält wie ein Mensch. Auch das Gehirn funktioniert ungefähr so wie ein Mensch. Also wenn man da reinschaut, dann feuern die Neuronen, es passieren Dinge. Aber das Licht geht nicht an. Der hat kein Bewusstsein. So, aber funktioniert ganz normal. Ja. Das ist interessant. Und das wäre natürlich auch ein Gegenargument gegen Ihre These. Ja, natürlich. Also wenn das möglich wäre überhaupt. Es ist aber nicht möglich. Erstens führt es, wie andere Philosophen wie Michael Pauen gezeigt haben, schon rein philosophisch zu tiefen Paradoxien. Nämlich, dieser Mensch könnte rein mechanisch gar nicht das tun, was wir nur mit Bewusstsein tun könnten. Aber wir haben auch überhaupt keine empirische Evidenz. Also es ist dann eine Frage, was philosophisch zu Widersprüchen führt, aber auch wofür es empirisch null Evidenzen gibt und was auch, wenn es denn möglich wäre, gegen fundamentale physikalische Gesetzmäßigkeiten, die fundamental vertreten würden. Über sowas muss ich als Philosoph nicht
spekulieren. Aber es gibt ja auch Philosophen, die sagen, es gibt eine fundamentale Lücke der Erklärung. Nehmen wir das Beispiel Wasser. Also Wasser hat Eigenschaft, durchsichtig zu sein, flüssig zu sein und so weiter. Die Eigenschaften, die Wasser hat. Aber woraus besteht es? Es besteht aus Molekülen, aus H2O-Molekülen und ein Molekül für sich. Es ist nicht flüssig. Nein. Auch nicht durchsichtig, auch nicht feucht und so. Ja. Erst im Verbund entsteht diese Eigenschaft. Genau. Aber da kann man doch die Erklärung von den Molekülen bis hin zu diesen Eigenschaften, die neu entstehen, machen. Und beim Gehirn hat man doch die Neuronen, die feuern. Und man weiß nicht genau, wie der Übergang ist, wie dann plötzlich Schmerz entsteht, subjektives Erleben entsteht, Bewusstsein entsteht. Also, das ist die Frage der Emergenz neuer Eigenschaften. Ja. Die ist beim Wasser relativ gut verstanden, auch dass Wasser durchsichtig ist, wie sich Wassermoleküle zusammensetzen müssen, damit Wasser entsteht. Das ist relativ gut verstanden. Vielleicht nicht alles, aber das Allermeiste. Beim Gehirn sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, es gibt eine alleroffensichtlich, ein bisschen vorsichtig, eine allerletzte Ebene. Das ist die Art, wie Nerven, bestimmte Nervenzellen in kleinen Populationen und ein größeres Miteinander sprechen auf bestimmten Frequenzbändern des Feuerns der Neuronen. Ja. Soweit weiß man das, müssen also Alpha-, Beta-, Gamma-Wellen sein, ein ganz bestimmtes Muster. Und erst wenn die auftreten, dann können wir sagen, jetzt hat der Bewusstsein, wir können das kontrollieren. Und umgekehrt, wenn ich jetzt Bewusstsein habe, kann jemand mein Gehirn kontrollieren. Also es gibt so etwas wie unmittelbare Nachbarschaft, ohne etwas dazwischen, zwischen geistigen Zuständen und diesen letzten funktionalen Zuständen. Mhm. Das Einzige, was wir nicht erklären können, bisher nicht, wahrscheinlich auch niemals, ist das Wesen dessen, was jetzt entsteht, nämlich Bewusstsein, das Wesen. Dazu muss man aber sagen, erstens, wir können dieses Wesen niemals objektiv grundsätzlich objektiv erleben, weil wir selbst dieses Wesen sind. Wir können uns nicht von außen betrachten. Und zweitens stellen Naturwissenschaften nicht die Wesensfrage, weil diese Wesensfrage völlig obsolet ist. Niemand kann mir sagen, was das Wesen von Wasser ist. Das ist Aristoteles und Platon. Und die Naturwissenschaft hat sich spätestens seit Newton von der Wesensfrage getrennt. Das Wesen der Dinge ist, sind die Eigenschaften, die sich im Experiment und in der Beobachtung zeigen. Dahinter gibt es nichts, was ein Wesen wäre. Das ist eine antike philosophische Standpunkt. Das ist natürlich schon eine positivistische, verifikationistische Einengung. Man kann ja sagen, Bewusstsein kann auch mehr sein als das, was man messen und wissenschaftlich erfahren kann. Ja, Wasser könnte auch mehr sein. Also nehmen wir ein Beispiel, was uns ja umtreibt und seit einem Schweizer Bürger namens Albert Einstein ja auch fundamentale Frage ist die Schwerkraft. Ja. Bei der Schwerkraft wissen wir ganz genau, wie sie wirkt. Wir erleiden das ständig, aber niemand weiß, warum Schwerkraft sich so verhält, wie sie sich verhält. Sie durchdringt alles, sie verbreitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, aber sie passt ja nicht in unser physikalisches Weltbild, weil wir nicht wissen, welches die Elementarzustände der Schwerkraft sind. Das heißt, jeder weiß, was Schwerkraft ist. Aber niemand kann in dem Sinne das Wesen der Schwerkraft definieren, wie bei anderen Zuständen wie Licht, weil es gar keine Elementarteilchen gibt, die in das heutige Schema passen. Mhm. Trotzdem hindert es uns nicht zu sagen, ja, das Wesen der Schwerkraft ist, dass wir es erleben, zum Beispiel. Oh gut, bei Einstein ist es einfach eine Eigenschaft des Raumes. Es ist eine Raumkrümmung und die Gegenstände werden nicht angezogen, sondern verlaufen auf der natürlichen Bahn. Das ist wieder das, wie er die Wirkung von Schwerkraft beschreibt. Aber er stellt sich explizit nicht die Wesensfrage, auch Einstein nicht. Er sagt, das sind mathematische Gleichungen, die in der Realität eben verifiziert wurden. Aber ich kann, auch ich, Einstein, so hat er extra geschrieben, kann ich nicht erklären, was dem Wesen nach zum Beispiel Licht oder die Schwerkraft ist. Interessant. Also man muss sich von der Wesensfrage... Es war für Philosophen natürlich... Das weiß ich, das tut mir jetzt sehr leid. Aber die Wesensfrage führt uns immer in die Irre, weil wir uns über unseren Geist hinwegsetzen können müssten,
um das Wesen des Geistes zu betrachten. Das können wir aber nicht. Wir können nicht aus unserem Bewusstsein austreten. Ja, das ist ja bei Kant die Definition von Philosophie überhaupt, dass wir uns mit Fragen belästigen, die wir dann nicht selbst beantworten. Genau. So, genau. Jetzt haben Sie dieses schöne neue Buch hier geschrieben über den Menschen. Und da sagen Sie, eigentlich brauchen wir ein neues Menschenbild. Das, was die Hirnforschung, das, was mitunter auch Sie herausgefunden haben, sollte bestimmte Konsequenzen haben, es sollte ein neues Menschenbild geben und wir sollten bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft verändern. Vielleicht zuerst die Frage, wie sieht denn dieses neue Menschenbild aus, ganz kurz und knapp? Also das meiste davon ist nicht wirklich ganz neu, aber es ist nicht in das heute noch vorherrschende, überwiegend geisteswissenschaftliche Menschenbild eingegangen. Also immer haben schon in der Antike Menschen so etwas Ähnliches behauptet, wie wir jetzt diskutieren. Immer gab es schon sehr kluge Menschen, aber es hat sich nie durchgesetzt. Die erste Botschaft ist, es gibt keine Einzigartigkeit des Menschen, also nichts, was wirklich fundamental den Menschen von der übrigen Natur trennt. Rein empirisch nicht. Von den anderen Tieren? Nein, das haben meine Frau und ich und viele, viele Menschen auf der Welt untersucht. Es gibt nichts, was wirklich beim Menschen völlig einzigartig ist, selbst die Sprache nicht. Das sind graduelle Unterschiede. Selbst die Sprache ist in bestimmten rudimentären Formen angelegt. Genau, ja, schon vorhanden. Aber der Sprung kann beträchtlich sein. Wann das stattgefunden hat, wissen wir nicht so genau, vielleicht vor 100.000 Jahren. Aber es gibt nichts wirklich Fundamentales. Und das Schlimmste ist ja, in Anführungsstrichen, dass die Basisbausteine unseres Gehirns 1 Milliarde Jahre oder günstigstenfalls bis auf wenige Details gerade mal 600, 700 Millionen Jahre alt sind. Das heißt, wie Zellen miteinander kommunizieren, welche Impulse sie aussenden, welche Hormone, welche Transmitter, welche sogenannte Ionenkanäle es braucht, welche Rezeptoren, ist 1 Milliarde alt und findet sich schon bei den Bakterien und bei den tierischen Einzellern. Und da ist bis auf die schnellen Natriumkanäle, die vor etwa 700 Millionen Jahren entstanden sind, nichts Neues entstanden. Nein. Wir haben ein Gehirn, dem seither, oder der Natur in Bezug auf das Gehirn, der Natur seither nichts fundamental Neues eingefallen ist. Das war das Neue, dass Zellen miteinander kommunizieren können. Und das tun wir in der prinzipiell genau derselben Weise. Und seither ist nur angebaut, umgebaut worden und vergrößert worden, verkompliziert worden. Und das war's. Also das ist die Botschaft, es gibt keinen Sprung, keinen wirklichen Sprung. Und das stößt schon gegen die Ansichten der allermeisten Philosophen, die von diesem Hiatus, dem grundsätzlichen Unterschied zwischen hier Mensch und da restliche Tiere, ausgeht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, damit zusammenhängt, Geist und Bewusstsein sind nicht nur beim Menschen zu finden, sondern auch bei Tieren. Und zwar in ganz einfach nachgewiesenermaßen, dass Tiere Bewusstseinszustände haben müssen. Mein Lehrer Bernhard Rentsch hat das bei Menschenaffen schon vor 50 Jahren dargestellt. Und ohne die Annahme eines Bewusstseins bei bestimmten Affen oder auch bei sehr klugen Rabenvögeln könnten sie bestimmte Leistungen nicht erfüllen. Sodass wir auch ins Gehirn gucken können und die haben solche. Also das ist die zweite Botschaft, auch Geist und Bewusstsein ist Teil der Natur, so einzigartig sie aussehen. Aber Herr Roth, jetzt mal ehrlich, so neu ist das doch gar nicht. Also Charles Darwin hat gesagt, der Mensch ist eigentlich ein komplexer Affe. Sigmund Freud hat gesagt, das Ich ist nur die Spitze des Eisberges, das bewusste Erleben. Das wissen wir doch eigentlich schon länger. Ja, wer weiß das? Also, ich habe sehr viel in meinem täglichen Leben, in vielen Diskussionen mit Philosophen, Theologen und anderen Geistwissenschaftlern zu tun. Mhm. Und sie glauben nicht, und das macht mich eben extrem erschrocken, wie sehr rein geisteswissenschaftlich dualistisch argumentiert wird. Nahezu 90% der Philosophen, mit denen ich so zu tun habe, haben diese Denkung. Wie gesagt, ich werde häufig eingeladen und ich erschrecke immer auch Psychiater und Psychologen. Mhm. Ich will nur ein kleines Beispiel nennen. Ich habe 12 Jahre lang in Lindau am Bodensee bei den Lindauer Psychotherapiewochen mitgemacht und habe rauf und runter Vorlesungen, Seminare gegeben über Geist, Psyche und Gehirn. Mhm. Bei der Schlussveranstaltung, nach 12 Jahren war der Schluss, haben wir diskutiert, so eine kleine Schar,
zu der ich gehörte, vom Psychiatern, Psychotherapeuten und mich als Neurobiologen, kam dann der Unwille auf, ein großes Auditorium von 400, 500 Leuten. Ja, Professor Roth, Professor Zirpka, der Leiter, das ist ja alles schön und gut, müssen wir jetzt alles Hirnforscher werden? Wir sind doch Geisteswissenschaftler. Geist hat nichts mit dem Gehirn zu tun, auch nichts mit Psyche hat nichts mit dem Gehirn zu tun. Und da war ein frenetischer Beifall. Da wusste ich, und ich sage Ihnen sicherlich die Wahrheit, fast alle Psychiater, weniger Psychotherapeuten, aber auch viele, gehen zumindest in der Arbeit rein geisteswissenschaftlich vor. Aber viele Psychiater sind doch auch Neurologen und versuchen das zu vereinen. Also ich weiß nicht, wie die Verhältnisse sind. Ja, wenn die Psychiater auch Neurologen sind, sind ja keineswegs die Mehrheit, ja, dann haben sie weniger Probleme mit. Sie sind aber, sagen wir, philosophisch nicht so trainiert, dass sie mit uns oder mit mir übereinstimmen würden. Viele Psychiater sind aber rein geisteswissenschaftlicher Art und es erscheinen in den letzten Jahren mehrfach Bücher von bedeutenden Psychiatern, wo ein sehr stark antinaturalistischer Standpunkt vertreten wird. Und diesen Standpunkt kann ich auch irgendwie verstehen, nämlich es ist das Gehirngebundene an der Psychiatrie nicht intuitiv nachzuvollziehen. Aber wir müssen sehen, diese ganzen Psychiater verdienen ja im Wesentlichen daran, dass die Schweizer Produkte aus Basel verkaufen, das heißt Psychopharmaka. Mhm. Jetzt frage ich die Geisteswissenschaftler unter denen, wo sollen denn die Psychopharmaka wirken? Die wirken doch biochemisch und biophysikalisch. Nee, ja, die würden wahrscheinlich sagen, das ist ein Teil davon, einer gelungenen Therapie. Vielleicht müssen wir noch einen Schritt weiter gehen. Sie legen sich ja auch mit dem Strafrecht an und sagen, was daraus folgt aus dieser Hirnforschung ist auch, wir sind nicht so frei, wie wir glauben. Und bestimmte Menschen, die wir einsperren, die tragen nicht in dem Sinn Schuld, wie wir das meinen. Also den Schuldbegriff selbst stellen sie auch in Frage, weil wir gar nicht so frei sind, weil bestimmte Täter nicht wirklich frei waren. Nein, ich tue das ja eigentlich nicht, sondern es gibt ja schon immer seit dem Altertum Philosophen, die Schuldfrage, also die Schuld in Frage stellen. Und in der Neuzeit war es im Wesentlichen der Philosoph David Hume und später Schopenhauer, die sagten, das stimmt also irgendwie alles nicht. Wir haben zwar einen Willen, aber wir können den Willen nicht beeinflussen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Formulierung von David Hume. Wir können den Willen nicht wollen. Und modern, zu Beginn des Strafrechts, hat Anselm von Feuerbach das natürlich als einer der Begründer des modernen Strafrechts genau formuliert. Der Mensch ist nicht für seine Taten schuldig, in dem Sinne, dass er sie willentlich verursacht hätte. Also der Schuldbegriff seit Kant ist an die Existenz des freien Willens gebunden. Und das wurde auch höchstrichterlich in Deutschland 1952 bestätigt. Und das ist das Problem heute, dass kein Psychologe und kein Neurobiologe den armen Juristen erklären kann, was sie da tun. Nämlich sie geben ja, viele Strafrechtler geben ja auch zu, das ist also ein Sumpf an Begrifflichkeit, da müssen wir den freien Willen definieren, den können wir aber nicht definieren. Und so versucht man Auswege seit etwa 30 Jahren. Aber Sie selbst sprechen ja auch von einem freien Willen. Gehen wir zurück an den Anfang des Gesprächs, warum Sie hier sind. Das war eine freie Entscheidung. Der freie Wille ist der Teil des freien Willens, der an den klassischen Willensfreiheitsbegriff à la Kant gebunden ist. Nicht, das wäre ja toll, an den Begriff der Willensfreiheit des täglichen Lebens. Darum kommt es ja gar nicht an. Sondern höchstrichterlich wurde gesagt, jeder Tat, die eine Schuld begründet, geht eine freie Willensentscheidung voraus und bedingt sie. Und genau das ist falsch, das kann man empirisch verstehen. Nur dieser Gedankengang, ich muss vorher eine freie und von meiner Persönlichkeit unbeeinträchtigte Entscheidung getroffen haben, dann begehe ich die Tat und dann werde ich schuldig, bin nicht schuldig für Dinge, die ich nicht vorsätzlich geplant habe. Und das ist eben der Irrtum. Wenn man das untersucht, wir haben das gemacht in Berlin an jugendlichen Intensivstraftätern, da war völlig klar, warum die mit 18, 19 und 20 schwer straffällig sind. Man hat die uns sogar geschickt, damit wir die Gehirne untersuchen. Schon von der Aktenlage war her,
Das sind die Gene, die Epigene, die vorgeburtlichen Einflüsse. Deshalb sind wir auch überhaupt darauf gekommen, die früh nachgeburtlichen und die kriminelle Karriere in den ersten Jahren, wo man juristisch noch gar nicht schuldig werden kann. Die sind überwiegend bedingend, in welcher Weise man später strafrechtlich... Überwiegend bedingend. Also ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die ein weiteres Verbrechen gehen. Aber die Gegner würden sagen, man ist immer noch frei. In jedem Moment kann man ein Veto einlegen, auch wenn es sehr schwer ist, und sich dagegen entscheiden. Ja, in jedem Moment, das kann man aber auch untersuchen. Das ist auch gerade oder vor einiger Zeit von einem ehemaligen Schüler von mir, John Haynes, genau untersucht worden. Nämlich, was geht nicht nur der langen Entscheidung voraus, sondern aktuell. Und da sieht man, da muss ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial auftreten. Und das tritt auf, ob ich das nun automatisiert mache oder ob ich vorher reflektiere. Das hat John Haynes gezeigt. Und da gibt es ein Bruchstück eines Vetos, ein Umentscheidens. Also irgendwie will ich irgendwas tun, so hat auch John Haynes gezeigt und der berühmte Benjamin Limit. Und dann kann man sagen, nee, will ich doch nicht. Und dann hat man bis 300 Millisekunden oder 250 vorher noch Zeit, umzusagen. Toll, haben sich alle Vertreter der freien Willensentscheidung gefreut. Sie haben aber nicht bedacht, dass auch dem Veto wiederum ein anderes Bereitschaftspotenzial vorhergehen muss. Ja. Von nichts kommt nichts. Das kann man messen. Das heißt, auch wenn einer, der zur Tat voll entschlossen ist, er zieht schon seinen Dolch oder seine Pistole, wird plötzlich hört er Polizeisirenen, dann kann er sagen, nee, tue ich nicht. Dieses Ereignis muss aber auch im Gehirn erst einmal vorgebildet sein. Selbst im allerletzten Augenblick muss es ein Bereitschaftspotenzial geben. Von nichts kommt nichts, Herr Roth. Das gilt natürlich auch für Ihre eigene Forschung. Mich würde interessieren, wie Ihre eigenen Erkenntnisse Ihr persönliches Leben verändert haben. Gibt es Dinge, die Sie heute anders machen, aufgrund dessen, was Sie herausgefunden haben? Also ich würde vielleicht einige Dinge, besonders blödsinnige Dinge, anders machen. Aber ich kann es nicht. Es ist passiert. Das heißt, damals habe ich Dinge gemacht, vielleicht auch äußeren und inneren Zwang oder auch aufgrund von Überzeugung. Aber die waren so, wie sie damals waren. Aber welche Auswirkungen hat dieses Menschenbild, das Sie zeichnen? Ja, erstens. Für Ihr eigenes Leben. Dass ich und jeder Mensch sich solche Fragen, hätte ich anders handeln können, negativ beantworten. Niemand kann in dem Augenblick anders handeln, nicht weil jetzt starke deterministische Strömungen auf mich einwirken, sondern weil er vielleicht auch nachgedacht hat, hat so rumventiliert. Aber wie er rumventiliert in seinem Geist, in seiner Reflexion, rumphilosophiert, ist ja auch von der vorgehenden Erfahrung abhängig. Kein Philosoph kann ja aus dem Null heraus reflektieren. Also hat er einen Schatz an Reflexion und der ist in seinem Langzeitgedächtnis drin. Und das ist wieder im Gehirn drin. Und das ist nun mal so, haben wir uns mal so entschieden und andermal habe ich mich so entschieden. Aber daraus folgere ich, es ist sinnlos, darüber zu spekulieren, was wäre gewesen, wenn. Aber es kommt eine sehr große Konsequenz für die Zukunft. Nämlich, ganz kurz noch. Ja. Lohnt sich, weil der Geist ein besonders fähiges Mittel für die Reflexion ist. Bewusstsein, ist es sehr gut, bei allem, was wir entscheiden müssen, Abstand zu nehmen, sich Zeit für Reflexion zu legen. Und das tut man durch bestimmte Entscheidungsstrategien, die ich auch in diesem Buch, warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern, genau erläutert habe, nämlich zu reflektieren, willst du das wirklich? Und dieser letzte Abgleich ist sehr wichtig und da sollte man sich dran halten. Reflexion, Distanz, was will ich wirklich? Das sind doch die philosophischen Fragen. Ja. Das nehme ich gerne als... Ein Schweizer Philosoph, Peter Biri, der ja jetzt auch Romane schreibt, hat genau das gesagt, dass das Handwerk des Bewusstseins und des freien Willens, dass man reflektiert, bevor man zur Tat schreitet. Das ist richtig. Herr Roth, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke. Danke auch.
Ja, wenn Sie noch mehr wissen wollen, wir verlosen diese beiden Bücher hier, signiert von Gerhard Roth persönlich mit einer Mail an philosophie@srf.ch. An die Sternstunde Philosophie sind Sie dabei. Nächste Woche geht es hier nicht um Gehirne, sondern um Computer. Wolfram Eilenberger spricht mit dem in Stanford lehrenden Literaturwissenschaftler Adrian Daub über künstliche Intelligenz und die Träume des Silicon Valley. Und jetzt gleich tauchen wir ein in die Musikszene von Ghana, wo junge Musikerinnen und Musiker über alternative Lebensstile sinnieren und eine neue Rolle für Afrika in der Welt fordern. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag.